Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Prey. Und wir sind jeden Moment wieder auf unserem Weg in die ins Hauptquest, weil wir sind durch hier. Wir sind durch. Würde ich sagen. Wir waren unten überall, wir waren oben überall, wir haben es nicht gefunden, wir haben total viel Zeit verschwendet. Scheiß drauf, ein paar interessante Sachen gefunden, ein bisschen Story wieder, aber im Großen und Ganzen, naja. Machen wir da drüben? Ne, Moment, machen wir da drüben schon? Fähigkeitsaufzeichner. Nein, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Krass. Okay, dann gucken wir uns hier mal noch schnell um, aber auch hier wird es wahrscheinlich wieder nicht sein. Helen Croft, die hat gerne Baseball gespielt. Das heißt, Tiefer und Köder haben wir auch noch nie benutzt. Stufe 2, come on. Da haben wir wieder nur so wenig Zeit, deswegen wird es wieder extra schwer. Erfolgreich. Woo. Eine einzige E-Mail. Na toll, noch eine Dekontaminationsübung. Was haben Sie wohl gefunden? Ach, das hat sich ja richtig gelohnt, diesen Dreck hier zu hacken. Danke. Wenn jetzt wenigstens hier oben drauf irgendwo diese Dinger wären, dann wäre ich absolut zufrieden. Das scheint nicht so. Fuck. Das ärgert mich ehrlich gesagt ziemlich. Aber hier kann man nicht durch. Rein theoretischerweise würde ich sagen, wenn man sich klein genug macht, müsste man da eigentlich durchkommen, aber er lässt uns nicht. Egal, wir kommen ja auch so hier raus. Zack, zack. Ach, das ist der Raum. Alles klar, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen drin. Aha. Egal. Dann können wir jetzt trotzdem gehen. Das war's. Das war's jetzt wirklich. Macht's gut. Tschüss, bye. Fuck, man. Wir gehen jetzt einfach zu dem Tresor, holen uns was da drin ist, was auch immer da drin sein soll. Das ist ja auch ein Nebenquest. Und dann gehen wir endlich zur Datenzentrale. Dann gehen wir endlich dem Hauptquest weiter. Oh mein Gott. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich mittlerweile schon durch in dem Spiel. Ich weiß es nicht, wie lang das ist, aber ohne diese teilweise doch eher langweilig schlechten Nebenquests. Ja, bestimmt schon fertig. Komm schon, Baby. Aber ich freue mich jetzt, dass wir endlich wieder Hauptquests haben. Das ist ein bisschen interessanter, würde ich sagen. Ich finde mir ja endlich mal eine neue Waffe. Was soll das hier? 9mm, dann diese Schrotflinte. Dann haben wir halt noch ein bisschen Spaßwaffen. Die Glue-Kanone, okay. Naja, egal. Komm, weiter. Komm, weiter. Los. Ach ja, jetzt sind wir ja wieder hier. Oh fuck. Jetzt müssen wir irgendwie. Was ist das denn? Ein Albtraum. Oh nein. Ist aber egal, wir müssen einfach nur hier rein. Haha! Loser! Ja, wir müssen hier einfach nur warten, bis die Zeit weg ist von dem Albtraum und dann verfolgt er uns dann glücklich mehr. Außerdem, hier hoch kommt er eh nicht mit, ne? Das ist auch klar. Das ist wenigstens mal ein Gebiet, das wir ohne Laden erreichen. Vielen Dank. Na, renn. Hallo. Er wollte irgendwie nicht weiterlaufen. Ach so, nee, hier müssen wir laden. Dann habe ich gar nicht mehr gedacht. Fuck! Doppeltes Laden jetzt, um quasi. Ach Mann. Es müsste halt eine Direktverbindung von dem einen Gebiet zum anderen geben. Damit man nicht zweimal laden muss, sondern nur einmal. 1957. Die Sowjetunion schickt mit Sputnik 1 den weltweit ersten Satelliten ins All. Das ist auch in unserer Zeitlinie so gewesen. Aber dann irgendwann trennen sich die Zeitlinien. Spätestens als John F. Kennedy hier in der überlebt und bei uns gestorben ist.
das böse Attentat, das wohl nie zu 100% aufgeklärt werden wird. Verschwörungstheorien zufolge war es die CIA, die Kennedy hat umbringen lassen. Weil die CIA wohl generell damals noch mächtiger war als heutzutage und was gegen Kennedy hatte. Moment, haben wir jetzt hier noch einen rumfliegenden irgendwas, der mich heilen kann? Scheiß drauf. Beantragen neuen Operator. Der kann mich doch heilen. Transfer, Pyramid 499 Medizin ab. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Leben. Heilt er mich da nicht? Oh, ich dachte, es reicht, wenn ich ihn anrede. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Ja, du hast mich nicht geheilt. Diagnostiziere. Sie hatten wohl einen harten Tag. Okay. Geheime Kiste. Scheiß auf die geheime Kiste. Wir müssen nur zur Datenzentrale, weil gegenüber von der Datenzentrale ist der Aufzug für das Büro von Alex. Und da bin ich ja mal gespannt, was in dem Tresor drin ist. Aber es ist schon krass, dass man, um dieses Nebenquest quasi zu erledigen, wirklich Hebelkraft 3 braucht. Das ist, glaube ich, das erste Mal, oder? Dass man so eine Neuromod-Erweiterung braucht, um Nebenquest zu beenden. Also das ist zumindest das erste, was mir einfällt. Aber egal. Interessant, dass er den hier versteckt hat. Ah, wir kennen sogar das Passwort, schön. Wir hätten es auch hacken können, ohne Probleme natürlich. Alex, you sweet. Suche in Alex Zimmer nach dem Fluchtkapselschlüssel. Besatzungsquartier. Wenn alles so schlimm wird, wie ich befürchte, bleibt dir nur noch die Flucht. Du musst bekannt machen, was auf der Talos 1 passiert ist. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie ist verschlossen. Ich habe einen Zweitschlüssel auf dem Datentower neben dem Stuhl versteckt. Du weißt schon, welchen ich meine. Es steht diesmal mehr auf dem Spiel als unser Leben. Oder die Station. Wenn auch nur eine dieser Kreaturen zur Erde kommt, dann war's das. Ich habe immer diesen Traum. Ich starre in die Leere zwischen den Sternen. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es. Ich kann es nicht sehen. Aber es sieht mich. Ich spüre seinen Hass. Ich weiß, du weißt, wovon ich spreche. Oder wirst es bald. Jetzt gucken wir nochmal die Ziele an. Erstmal hier Neuromods wir haben. 5. Wer ist Dezember? Suche in Alex Zimmer nach dem Flüsskapselschlüssel. Daniel Shaw, töte den falschen Koch. Das Blackbox findet Josh. Saliere, Geschenk an die Liebste. Suche in Alex Zimmer nach dem Fluchtkapsel. Besatzungsquartiere. Das ist ja nicht so weit weg, oder? Das ist ja nicht so weit weg. Alex Zimmer, genau, das ist doch direkt da, das ist doch direkt da, okay. Da brauchen wir, glaube ich, auch kein neues Gebiet, was laden muss oder so, sondern das ist ja direkt hier, sehr gut. Und ich glaube auch nicht, dass da noch Mimics oder so sind, also ich denke, dass... Willkommen, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Dass die... Ich habe sie nicht gesehen. Oh, sorry, wir müssen doch neu laden, sorry. Aber egal, ich will jetzt trotzdem da rein. Es ist nicht so weit weg. Und es sind, glaube ich, halt keine Gegner da, weil wir die schon platt gemacht haben. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie an dem Checkpoint waren, der dafür gesorgt hat, dass neue Gegner getriggert wurden. Wir machen das schon, keine Angst. Meine Finger, mein Daumen von meiner linken Hand riecht ein bisschen nach Knoblauch, weil ich Knoblauch gegessen habe. Manchen stört das ja, aber ich mag das, ich rieche dann gerne dran.
Knoblauch oder ist es Zwiebel? Ich weiß es nicht. Ich habe auch Zwiebeln geschnitten. Ist es auch Zwiebel? Keine Ahnung. Egal, es riecht auf jeden Fall lecker. Alex Zimmer ist da oben. Okay. Hä? Ach so, müssen wir das jedes Mal wieder aufs Neue aktivieren? Was kommt das denn? Das klang gerade sehr gefährlich. Ich mag das, wenn dieser Fahrstuhl eins drin dreht, deswegen geschickt das rückwärts rein. So, Alex, jetzt gucken wir mal, wie du lebst. Transtars Anerkennungsprogramm. Bei Transtar möchten wir Mitarbeiter für vorbildliche Leistung belohnen. Im Rahmen unseres Programms für besondere Anerkennungen sind für eine Beförderung oder Auszeichnung vorgeschlagene Mitarbeiter berechtigt, Neuromods aus der Liste in Anhang 4c zu erhalten. Bitte beachten, diese Boni unterliegen den in Abschnitt 13 dargelegten Einschränkungen und können nach Transtars Ermessen zurückgezogen oder entfernt werden, besonders im Rahmen von Aufhebungen des Beschäftigungsverhältnisses, Disziplinarmaßnahmen oder Notfällen. Geil, damit er das Gedächtnis gelöscht. Wie praktisch. Zwei Neuromods. Das könnten wir rein theoretischerweise unser Inventar erweitern. Das Erwachen des Dunkelsterns. Die drei Sonnen von Belcala verschmolzen in ihrem Todeskampf am Himmel zu einer, während die Dunkelstern-Anomalie sie in beunruhigendem Tempo verschlang. Trevor hatte es geschafft, die Anomalie umkreisenden tödlichen Trümmer zu durchqueren und eine Bruchlandung mit dem königlichen Raubkreuzer von Kaiserin Tomaline am Fuß des Mul hingelegt, der synthetischen Geopyramide, auf die sie nun hinaufstiegen. Keuchend standen sie neben einem Sintsteinaltar, dessen Behälter blutrot pulsierte. Eine kleine Sache habe ich noch nicht erwähnt, Trevor, sagte die Kaiserin zwischen angestrengten Atemzügen. Wenn wir das Prisma in den Altar stecken, verschlingt es nicht nur die Anomalie, sondern auch uns, antwortete Trevor zwinkern und mit einem düsteren Lächeln. Sie wussten das schon die ganze Zeit? Trevor legte seine Finger um ihre. Beide hielten nun das Sternenbeuger-Prisma. Dafür wurde ich geboren, antwortete er und schob das Prisma in den Altar. Oha, sind die jetzt gestorben? Wie traurig. Ich würde die ganzen Bücher gerne lesen. Oh, what? Wo kommst du denn her? Anzug wurde beschädigt. Wird auch Zeit, dass es mal wieder einen Grund gibt, den Anzug zu retten, wollte ich gerade sagen, zu heilen. Zu reparieren, wie auch immer. Oh mein Gott, danach habe ich die ganze Zeit gesucht. Ich war umsonst die ganze Zeit da unten. Ich beschissener Idiot. Ich habe mich schon gewundert. Das kann doch nicht sein, dass das kein Quest ist. Oh, ich bin so blöd, ey. Fuck. Was wollt ihr jetzt machen? Ja. Erhöht die Dauer der Fähigkeiten Maschinenkontrolle und Gedankenkontrolle. Verleiht Resistenz gegen Furcht. Ich fürchte mich vor gar nichts. Fuck, Mann, ich war umsonst. Oh Gott, das regt mich auf. Terraforming Mars hat man schon. Fuck. Krass, wie. Oh mein Gott, das ist ja. Oh mein Gott, ist das geil. Umsonst. Oh, ist egal, nicht drüber nachdenken. 89 Nahrung. Nur Stufe 2. Interessant. E-Mails. Mal gucken, da könnten interessante Sachen dabei sein. In Sachen. Oh, du gehst mir auf den Sack. In Sachen Mikaela. Chief Iloshin hat zugegeben, dass der Besuch eine medizinische Angelegenheit betraf und gebeten, dies nicht misszuverstehen. Auf ihre Anordnung hin habe ich sie noch einmal daran erinnert, dass sie sich an die Personalabteilung wenden müsste, falls eine Änderung ihrer Beziehung zu Morgan Yu gäbe. Ich betrachte die Sache als abgeschlossen und würde es vorziehen, wenn derartige Anfrage in Zukunft unterbleiben. Bewahrungsaufnahmen. Ich kann kein Bildmaterial darüber finden, wie Chief Iloshin morgens Quartier verlässt. Entweder ist es nicht vorhanden oder es wurde gelöscht.
Bei der Befragung sagte Mulgen, das wäre eine technische Sache, die nicht in die Personalabteilung gehört. Wenn Sie mehr erfahren möchten, schlage ich vor, direkt mit Mulgen zu sprechen. Ich werde mich mit Chief Illushin in Verbindung setzen, wie angeordnet. Alex, Sie haben es zu meiner Aufgabe ernannt, alle Bewohner der Station bei guter Gesundheit zu halten. Wenn ich mich irre... Okay, das hatten wir schon. Hallo Alex, Ihr Cheftechniker hat gerade eine Helferlein zu uns heruntergeschickt, das verbesserte Türsensoren installieren sollte. Wir haben die Sensoren an uns genommen und die Technikerin weggeschickt. Hudson hat eins der Dinger zerlegt und etwas darin gefunden. Ein Abhörgerät! Was zur Hölle soll das? Vor kurzem hat sie versucht, an Akten aus der Neuromod ranzukommen. Volontärakten, Alex. Ich kann den Ernst der Lage gar nicht genug betonen. Sie müssen Illushin in den Griff kriegen. Das war's. Geil, jetzt können wir zurück und können doch in diese verdammte Fluchtkapsel rein. Rückwärts rein. Hui! Lädt jetzt zwar wieder, wenn wir rausgehen, aber wenigstens haben wir das bekommen, wonach ich die ganzen letzten, ich glaube, 3 Folgen oder so gesucht habe. Peinlich, peinlich. Und es wird halt nichts weiter drin sein in dieser Kapsel, wobei ja auch irgendwas stand von wegen neues Quest, die Talos 1 verlassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt schon verlassen sollen, weil es gibt ja Datenzentrale, es gibt ja noch irgendwie Hauptquests. Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir am Ende diese Talos 1, diese ganze Raumstation einfach zerstören würden, damit halt diese Aliens oder, ja doch, diese Aliens, die hier sind, alle vernichtet werden und nicht mehr auf die Erde kommen. So stelle ich mir das zumindest am besten vor. Das Tolle ist natürlich, dass es, wie gesagt, nicht ganz so weit weg ist. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Diagnostiziere blaue Flecken. Abschaffungen und Sätze. Da hätten sie echt mal so 2-3 verschiedene Sprüche dem... Nee, Moment, ist doch gar nicht richtig. Hätten sie echt mal 1-2 Sprüche mehr den Operatoren geben können, damit die immer das Gleiche sagen. Hui! Jetzt bin ich ja mal wirklich gespannt, meine Freunde. Also, das nichts mega Geiles ist, dann weiß ich auch nicht. Alex, Fluchtkapsel. Morgen. Nicht. Ich bin nur ein schwaches Abbild von Ihnen und weiß, dass wir die Talos 1 nicht verlassen sollten. Wenn Sie jetzt gehen, zögern Sie das Unvermeidliche nur hinaus. Was wird wohl das nächste Ziel der Typhon? Geil. Kann es sein, dass man hier verschiedene Enden im Spiel hat? Ich speichere jetzt erstmal. Und dass wir jetzt gerade ein falsches Ende quasi produzieren, wenn wir das einfach benutzen würden. Ich bin mal gespannt. Morgen. Ich verstehe nicht, woher du die Startschlüsselkarte für die Fluchtkapsel hast. Von allen Möglichkeiten, wie die Tests sich verändert haben könnten, habe ich diese am wenigsten erwartet. Du... gehst einfach. Ja, also ich mache das jetzt nur, weil ich das Ende wissen will. Logischerweise. Ich mache das nicht, weil das dem Charakter entspricht, den ich hier spiele, sondern ich mache das wirklich nur, weil ich wissen will, was für ein Ende wir jetzt produzieren. Wahrscheinlich werden wir jetzt zerstört oder irgendwas. Geil. Errungenschaft freigeschalten. Nichts wie weg. Wir haben versagt. Es ist ein Misserfolg. Nochmal. Keine Lebenszeichen. Verbündete Transfer-Operator-Einheiten. Was? Wir haben versagt, es ist ein Misserfolg. Was war denn das jetzt für ein komisches Ende? Das war's! Okay, das hätten sie aber echt mal dramatischer machen können, das falsche Ende. Was war das denn gerade? Oh, selbst das...
Ach, da habe ich mich kurz gefreut, dass sie sowas eingebaut haben, und dann haben sie es eigentlich ganz schön versaut. Da wartet man natürlich irgendwie in alternativen Abspann oder sowas. Irgendwas, der wird zerstört, wenn er wegfliegt. Irgendwas Geiles halt. Fuck! Wie schlecht, ey. Wie dumm schlecht. Naja, was soll's. Wie gesagt, ich wollte ja sowieso weiterspielen, aber... ich hatte mir halt einfach mehr erhofft. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir dann so wegrennen werden. Also meine Vermutung ist halt wirklich, dass wir am Ende die Talos irgendwie zerstören. Die Talos 1 und mit der Fluchtkapsel wahrscheinlich versuchen abzuhauen. Vielleicht zusammen mit der Frau, die wir getroffen hatten. Ich weiß es nicht. Oh fuck, diesmal hätten wir uns andersrum drehen müssen. Hier unten waren wir aber schon, soweit ich weiß. Ja. Haben wir das schon aufgemacht? Ja. Okay, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, und ich bin gespannt, endlich Hauptstory weitermachen. Oh mein Gott, endlich in die Datenzentrale. Bis dann.